Herzlich willkommen zurück zu Dark Quest 2. Ich bin euer Jojin, schön, dass ihr wieder dabei seid. Beim letzten Mal haben wir unsere Ritterin kennengelernt, die richtig, richtig geile Fähigkeiten hat, wo wir direkt mal gerade 4 Punkte rein investiert haben. Eine tolle Paladin-Frau. Und wir sind mit der dritten Quest dran. Ein Zwerg wird vermisst. Wollen wir nochmal schauen. Pah, hier. Coole neue Fähigkeiten. Party Heal hat sie jetzt drin. Sie kann Segen machen. Da ist wirklich jetzt interessant. Das würde mich jetzt interessieren. Wenn ich das jetzt anwende, habe ich das die ganze Zeit. Ich mache es besser erst im nächsten Raum. Dann nicht, dass es nur in diesem einen Raum gilt. Das wäre natürlich dann blöd. Dann würde ich es jetzt total verschwenden. Aha. Was machen wir wieder mit dir? Schiefgegangen. Mist. Ganz schön enge Gänge hier. Hui, viele Gegner. Okay, wir fangen an mit dir. Hast du? Und Segen. This power has been used. Nice. Weiß ich aber immer noch nicht, ob die den Segen die ganze Zeit haben. Der ist aufgebraucht. Ich glaube, das gilt nur für die Runde. Gehen wir mal hier aus der Sonne. Alles klar. Sehr gut. Jetzt müssen wir mal Map schauen. Okay, wir sind hier lang gegangen. Da waren wir gewesen, ne? Das sieht entdeckt aus. Sind dann zurückgegangen. Stimmt, da war ein Skelett. Am Anfang haben wir nichts gefunden. Und dann sind wir jetzt hier lang, da lang. Das heißt, wir müssen nochmal runtergehen besser. Aber schauen wir erstmal, ob es hier sehr weit weitergeht. Vielleicht ist das ja eine reine Sackgasse. Oh, help! Help, please! Of course. I'm trapped in here. Kletter doch da drüber. I will try to find a way to let you out. Alles klar, irgendwo muss ein Schalter oder sowas sein. Sehr wahrscheinlich in der Richtung. Feines Ding, war doch gut, dass wir erst hier hingegangen sind. Eine Menge, alles klar, aber wir schalten einen weiteren Charakter frei. Das ist super. Ja, diesen Passiv, die Fähigkeiten, die muss ich ja nicht auswählen. Den könnte ich natürlich anwenden. Aber wozu? Goblin Warrior Master. 40% Block, deals up to 2 Damage. Das ist natürlich ein Problem, dass der so viel Schaden machen kann. Aber wenn ich Pech habe, blockt der. Und das ist vielleicht besser, dass ich die Schwachen schnell töte, damit nicht 4 Stück auf uns draufhauen. Müssen wir mal gucken, wie wir da jetzt vorgehen. Was hast du denn nochmal gehabt hier? Heilung, Segen haben wir schon benutzt. Du hast auch 3 Hitpoints, das ist fiese. Komm, fangen wir mal hier an. Ja, damit wir sicher sind, dass der stirbt, haust du da jetzt mit drauf. Nein, nein, sowas Fieses. Das ist natürlich jetzt ein Problem. Miss ist schon mal super. Miss ist super. Oh, Gott sei Dank. Nein. Wie ist das denn?
Ja, Counter-Attack. Nice. Also das ist eine geile Fähigkeit. Die muss öfters klappen. Counter-Attack. Haha. Nee, Double-Attack war das. Ja, das klappt doch gerade ganz gut. Noch. Noch, ne? Ja, und direkt 3. Wie geil. Okay. Auf die Möhre voll drauf. Geil. Gold gelootet. Ach, wir sind stinkreich. Jede Menge Golddublonen, Dukaten. Yeah. This should free the passage. 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 Keine Ahnung. Passage. Sprechen wir das AI. Okidoki. So, wir können ihn jetzt schon benutzen. Nein. Gehen wir einfach mal rüber. The Dwarf. Thanks. I thought I was stuck here forever. Keep eating all the rats. The elder sensed something might be wrong and sent me here to investigate. Aye, lad. Let's head back to town. Nein, kann ich den restlichen Sachen nicht erkunden dann? Nee, oh, echt jetzt wirklich? Dann ist direkt Sense und vorbei. Oh, das ist aber fies. Und die Quest gilt auch als erfüllt dann und ich kann nicht mehr rein und ich habe voll viel Zeug zurückliegen lassen. Das ist fies. Das ist richtig fies. Jetzt haben wir den Schmied wenigstens auf. Aber ich kann da jetzt nicht nochmal hingehen, ne? Kann ich die nochmal machen? Ich kann die trotzdem nochmal machen. Das ist interessant. So kann man ja dann grinden. Das ist eigentlich ganz geil. Um alle Fähigkeiten hochzukriegen. Was kannst du überhaupt? Attack 2. Das ist gleich wie beim Paladin. Du findest ganz toll Sachen. Das ist nett. Was hast du denn für Fähigkeiten? Detect traps. Nett. As you move around, you are able to see hidden traps in the distance. Two squares und es ist ein Skill, es ist dauerhaft aktiv. Das heißt, der Zwerg wird überall vorgehen jetzt. Und ich darf aber nur in zwei Feldern immer gehen, sonst kriege ich ein Problem, weil ich reinrenne. Check for traps around you as you enter a room. Das ist cool, ich würde das gerne haben, um das mir zu erleichtern im Spiel, damit ich nicht später immer wieder gucken muss. Party test perception to dodge a trap when they accidentally step into it. Ja, das könnte mir oft passieren, dann wäre es vielleicht nicht schlecht, aber ich glaube, die Punkte geben erstmal woanders aus. Attempts to disarm a trap that has been revealed. If you fail to disarm, you accidentally trigger it. Ah, das ist natürlich auch wichtig. Das sollten wir wohl noch lernen. Golddigger. Allows your entire party to find extra gold when you pick up coins and loot chests. Ganz wichtig eigentlich, ne? Das kann das über längere Sicht, tut sich das vielleicht rentieren. Obwohl, 2 bis 4 extra Gold, pff, ist eigentlich nichts, ne? Deflect successful resting or blocking a projectile attack has a chance to deflect it back. Das ist nett. Trap. Set up a spear trap in a target location that deals 1 damage to the first enemy that walks into it. Ja. Der sieht das dann auch nicht, der Gegner. Das heißt, ich komme in ein neues Gebiet rein, in ein neues Areal, setze eine Falle einfach und dann rennen die auf uns zu. So verstehe ich das jetzt. Wie auch immer, die das nicht entdecken können, aber okay. Shield Block. If you suffer damage from a physical attack, you have 40, 60 or 80% to enter into Fortify Mode, allowing you to successfully block the next physical attack. Okay. Counterbash. Any passages through the enchantment square, the barrel will draw attention, forcing the enemy to break it. Okay. Kann ganz nette, interessante Sachen. Ich weiß noch nicht, wie sehr ich die Taktik einsetzen werden muss. Aber da schauen wir dann gleich mal.
Das heißt, ich kann ja wirklich jetzt nochmal einfach reingehen, zum Beispiel in die hier und die ganz schnell machen. Ich würde das gerne mal testen. Da können wir nur zu zweit rein, das ist blöd. Wir wollen, wenn zu dritt unterwegs sein. Deswegen nehmen wir da einfach mal die nächste und schauen mal, wie viele wir da finden. Da dürfen wir zu dritt rein. Also machen wir das auch. Travel. Mit seiner riesigen Streitaxt da, auch nicht schlecht. Oh, dun, 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 dun. Ja, nicht ohne Grund können wir die zu dritt machen, wie es aussieht. Also hätte es jetzt Fallen hier gegeben, müsste der Zwerg, da er als passive Fähigkeit Detect Traps hat und das auf Stufe 2, check 2-4 Traps around you as you enter a room, müsste denn die alle eigentlich entdeckt haben. Und hier scheinen keine zu sein. Das ist interessant. Master Goblin Witch. Aha. Goblin Assassin. Up to 3 Damage. 70%. Das ist krass. Wir sollten dich schnellstmöglich töten. Aus die Maus. Genau dasselbe sollte für dich gelten. Can't move there. My pass is blocked. Wir sind eher? Nein, sind wir nicht. Okay. Au! Wieso hast du die Falle nicht entdeckt? Was für eine Scheiße war das denn? Oder war die sichtbar und ich habe es nur nicht gemerkt? Das ist aber jetzt fies. Da habe ich doch die Fähigkeit extra gemacht und dann sah ich die Falle nicht. Ne, der Zwerg, der kann mal ruhig hier unten jetzt erstmal kämpfen. Sehr gut. Aua. Aua. Nein. Sowas Blödes. Okay, kümmere dich um sie. Sie macht ganz schön Probleme. Und du solltest mal besser helfen. Sie macht nämlich viel zu viele Probleme. Aua. Ich habe mit so einer Voodoo-Puppe auch nicht schlecht, ne? Fiese Säcke. Ah, also er deckt die doch nur alle zwei Felder. Wieso? Das gibt's doch nicht. Ich hab's doch gelernt, die Fähigkeit. I cure you, Knight. I curse you, Knight. Haha, I cure you. Genau, das, warum sollte sie das sagen? Aua. Okay. Wir sollten erstmal hier hingehen und sollten Party hier machen. Und jeder kriegt einen Punkt. Das sollten wir schnell höher machen. Ich verstehe, warum wir diese Mission zu dritt machen. Geht uns nämlich gar nicht so gut. Sehr schön, 2. Okay, der Zwerg darf alles aufsammeln, weil er so schön viel Kram finden kann. Was mich jetzt stört ist, wieso sehe ich die Fallen nicht? Das ist eine Fähigkeit. Irgendwie sieht man die Fähigkeit nicht. Oder ich habe es irgendwie nicht geblickt gehabt. So, wem gebe ich denn 3 Punkten? Du hast 4 verloren. Und was kriegst du? Du kriegst eine Heilung. Na, immerhin. Ja, der Raum war nicht ohne, ne? Hervorragend. Sehr gut. Willst du versuchen, die zu disarmen? Nö, die entschärfen wir nicht. Wie, rennt da rein? und da geht's weiter. Und hier geht's auch schon wieder direkt weiter. Übel. Übel, übel, sprach der Dübel. Was ist passiert? Warum gehst du da nicht weiter? Wir erreichen den gar nicht. Alles klar. Ups.
dasselbe Spielchen hier. Wir kommen da nicht so weit genug ran. Aua. Sehr gut. Ja, du hast nur noch 2 Punkte. Das ist nicht so schön. Wir heilen dich mal. Mit der Fähigkeit. Bitteschön. Bist du wenigstens voll, Mr. Zwerg. Wir rennen jetzt gleich in der Falle. Ja, gehen wir mal hier lang. Die haben irgendwas beschützt. Uiuiuiuiui, alles ganz schön groß. Ja. Schön vorsichtig, Jungs. Ah, ich habe schon Panik bekommen. Wo rennt der denn hin? Ah, das ist fies. Bis wir da hinkommen, werden wir Schaden nehmen. Das ist ärgerlich. Fieser Sack. Okay. Ja, das geht ja nicht anders. Can't move there. My pass is blocked. Oh. Wir können nicht so weit gehen, heißt das wohl eher. Sehr gut. Zwei Punkte tot. Oh. Crappy shit. Und dann ist natürlich die Frage, ob die die Fähigkeiten behalten, wenn die wiederbelebt werden. Können wir nicht mitnehmen. Also die Knochen muss ich wohl nicht mitnehmen. Das ist schon mal gut. Auf jeden Fall kriegt man hier recht viel Gold. Ah! Ja, das ist echt blöd. Das ist richtig blöd. Na toll, da hinten ist ein Bogenschütze. Rennt raus wieder. Wieso rennst du nicht raus? Das ist blöd, ich sehe den Punkt nicht, wo ich rausrennen kann. Da. Ja, wollen wir auf keinen Fall. Die nimmt mir ja keinen Schaden mehr, ne? Ist richtig. Wir haben noch nicht mal ein blaues Teil gefunden, ist das Problem. So, bitte jetzt hier genau gehen. So. Ui, Schwein gehabt. Aber wenigstens können wir dir direkt Schaden machen. Und haben die erste Ampulle von 2, die es in diesem Level gibt. So. Jetzt können wir natürlich wieder hier rumgehen, um da weiterzukommen. Wir haben da hinten auch noch was ausgelassen. Gehen wir nochmal da hinten hin. Könnt ihr versuchen, sie zu entschärfen. Das Problem ist, wir können ja noch selber Schaden nehmen. Warum sollte ich das also tun? Ui, das sind eine Menge. Das sind eine Menge. Wir erwischen sie leider noch nicht, deswegen gehen wir einfach erstmal so weiter und schauen, dass wir hier schon mal 2 ausschalten. Und das hat gut geklappt. Au! Feel the pain of my needle. Ah, Lejak, stirb! So. Das Lago-Embargo. Ja, schade, dass mein Knight gestorben ist. Schade, schade, schade. Okay, wir werden dann mal hier runtergehen. Ich vermute, wir müssen da lang. Das kann wieder voll in die Hose gehen. Dann stirbt noch einer. Ah! Ja, ich sehe schon kommen. Aua. Aua, 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 aua.
oh, oh. Okay, 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 Jungs. Tschüss, Goski. Dann müssen wir uns zurückziehen, leider. Aber wir behalten die Magic Pots. Und ich vermute, solche Sachen werden noch öfters kommen, dass wir abbrechen müssen und uns erstmal verstärken und neu regenerieren, um irgendwann die Mission zu schaffen. So. Du bist neu. Resurrect Death Heroes. If you're selling, I am buying. Leider noch nicht. Bonus-Stats for your next quest. Das ist interessant. Also erstmal müssen wir jemanden wiederbeleben. Have any corpse for me. Bringt eure Toten raus. Monty Python. We will meet again, my friend. Bring back the dead. Gravedigger. Once a hero has fallen in battle, it is possible to bring him back. There's a step fee for this service, but it's the only way. Tip. It's more efficient to resurrect heroes altogether, rather than one by one. Uh-huh. Ja, aber das Problem ist, ich habe ja nur einen, der tot ist. Mag ja sein, dass das dann günstiger ist. 20% unseres Goldes? Ha, ja, dann gehe ich jetzt erstmal was kaufen. Die sind ja lustig. Ha, 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 ha. Okay, zeig mir mal, was es so gibt. Oh, du kannst auch was craften für uns? One out of 19 items. Amulet of Immortality. Forged by the ancient sorcerer Illudan to protect his king against his ill fate. Three fate to the one who wears it. Ah, das kann man sogar leisten. Chainmail. Heavy armor increases your defense by 10%. May only be used by barbarian, dwarf or knight. Das sind auch die einzigen, die wir haben. 20%, but lowers your movement by 1. Das ist natürlich nicht so gut. May only be, blocks all arrow attacks. Das ist geil. Okay, das ist echt cool. Into the target location. Staff of Teleportation. Increase your movement speed by +2 to your perception by +10. Hätte ich gern für den Zwerg. Aber kann ich mal kurz gucken, was wir noch haben, wenn wir jetzt einfach hier bei Show Equipment hingehen. Ah, Equipment can increase your hero's powers for long as they are equipped. Only one of each item may exist in the game. Mhm. You can equip an item by dragging it on one of the slots in bottom. Bastard Sword. Increase your attack by +1. Oh, das ist ja cool. Ah, ich muss den anklicken. Nee, hab ich hier unten. Ah. Zwei Gegenstände können wir bei uns haben. Das ist interessant. Okay, dann müssen wir uns natürlich entscheiden, was wir machen. Also Schild finde ich ganz geil. Würde ich gerne jedem von denen geben, dann haben wir schon mal nicht mehr das Problem mit dem Schild. Das Problem ist, ich glaube, ich kann das nur einem geben, ne? Oder kann ich noch ein Schild machen? Da stand ja, man kann ja nur eins haben. Habe ich doch richtig mitbekommen jetzt. Ja, das kommt nicht mehr. Jeder Gegenstand gibt es nur einmal und ich muss entscheiden, wem ich den gebe. Brrr, das ist natürlich blöd. Und das Spiel ist natürlich nicht doof. Das heißt, die KI wird sagen, ey, der hat ein Schild, den tue ich erstmal nicht mit dem Bogen beschießen. So, das hätte ich gerne für den Zwerg. Mhm. Okay. Attacks an additional adjacent random enemy. Das ist auch nicht schlecht. Dann greifst du noch einen zweiten an. So ein Doppelmorgenstern.
When you get successfully hit by a melee character, he will suffer 1 damage from the spikes. Das ist auch nicht schlecht als Verteidigung. Ich glaube, wir nehmen das hier mal mit. Plus 2. Das ist cool. Okay, und das ist auch cool. Es gibt echt coole Sachen. Aber ich glaube, ich fange hiermit an. Plus 2 Hells ist echt gut. Bitteschön. Das heißt, du müsstest jetzt auf 8 sein, aber man sieht es gar nicht. Naja, gut. Resten. 1. 2. So, jetzt haben wir noch 24. Du willst 20% von unserem Geld haben. Können wir drüber reden. Resurrect. Ja, so machen wir das demnächst immer. Hättest du mal besser eine feste Summe genommen. Da hätte ich jetzt mir nicht so viel Kram holen können, aber okay. So viel dazu. Wann kann ich den nächsten Rekruten kriegen? 2 Quests mehr, dann haben wir einen 4. Okay. Und hier können wir noch Bonus kriegen. Hello there, Sailor. I wanna have some fun. Cutie. Each hero may visit the brothel once before quest. Spending time here will give you a one-time bonus for your next quest, such as extra health, attack and movement. Mm-hmm. Hello there, you look stressed out. You should come in and see one of my girls. She will make you feel at ease and give much needed relief. An hour will cost you 150 gold points. Trust me, it's worth it. Lizzie. Ja, wir haben leider nicht so viel Geld, aber das werden wir irgendwann mal austesten. Und ich würde sagen, wir machen hier nochmal einen Break, bevor wir mit der nächsten Mission beginnen. Die dann sehr wahrscheinlich die hier sein wird. Die haben wir erstmal nicht gepackt. Hier sind aber auch 3, wie ich sehe. Aber schauen wir mal. Vielleicht machen wir auch die nochmal. Oder noch eine von den davor. Und zum Beispiel die hier, da gab es sehr viele. Da gab es 4 Pots, die ich jedes Mal neu kriege. Wo es kann sein, dass ich die Quest wiederhole, aber die Pots nicht mehr da sind, weil ich sie schon gefunden habe. Das wäre interessant. Das hieße aber, ich müsste nochmal in die. Da habe ich nämlich einen Pot liegen lassen. Das sollten wir testen, dass wir hier reingehen und sehen, ob da wieder mehrere Pots sind. Ah, das machen wir aber beim nächsten Mal. Bis demnächst. Euer Chojin.